Millionen Rentner warten auf den Extra-Rentenzuschlag, den es ab 1.7.2024 geben soll. Ist der Extra-Rentenzuschlag schon in der Rentenanpassungsmitteilung mit enthalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich bekomme ganz, ganz viele Anfragen zum Thema Extra-Rentenzuschlag für EM-Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die in der Zeit von 2001 bis einschließlich Dezember 2018 eine EM-Rente bekommen haben und dann auf den Zuschlag bis 7,5% hoffen. Und da stellt sich jetzt zum Beispiel die Frage, die ist auch aufgeworfen worden auf rentenbescheid24.de, wird denn der Extra-Rentenzuschlag gleichzeitig mit der Rentenanpassung im Rentenanpassungsbescheid ausgewiesen? Also ist die Höhe dieses Extra-Rentenzuschlags dort ausgewiesen? Und ich hatte Ihnen ja schon in verschiedenen anderen Videos auch mitgeteilt, dass der Extra-Rentenzuschlag aufgrund technischer Probleme und auch personeller Probleme der deutschen Rentenversicherung in der Zeit vom Juli 2024 bis einschließlich November 2025 als Extra-Rentenzahlbetrag auf Ihr Konto kommt, zusätzlich zu Ihrer normalen Rente, die Sie beziehen. Natürlich nur dann, wenn Sie die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen nach dem EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz erfüllen. Ein fürchterliches Wort, ich weiß, aber so heißt dieses Gesetz. Ja, meine Damen und Herren, und aufgrund der genannten Probleme bei der Rentenversicherung musste der Gesetzgeber eingreifen und hat ein sogenanntes, jetzt hören Sie genau hin, EM-Rentenbestandsverbesserungsauszahlungsgesetz kreiert und hat dort festgelegt, dass dieser Extra-Rentenzuschlag tatsächlich als Extra-Rentenzuschlag zu zahlen ist. Und er wird nicht in der normalen Rentenanpassungsmitteilung, das ist im Übrigen auch ein Bescheid, den rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten, ausgewiesen, sondern dieser Extra-Rentenzuschlag wird mit einem Extra-Bescheid Ihnen zugeschickt. Ich habe da mal eine kleine Übersicht vorbereitet, da können Sie sich das alles nochmal in Ruhe anschauen. Gucken wir uns das einfach an. Der Extra-Rentenzuschlag und die Rentenanpassung, meine Damen und Herren, erfolgen unterschiedlich. Die Rentenanpassung erfasst nur, in Anführungsstrichen nur, die Rentenerhöhung von 4,57%. Diese Rentenerhöhung wird allen gesetzlichen Rentnerinnen und Rentnern zum 1.7.2024 zugutekommen. Also so ist zumindest die Rechtslage aktuell. Wir warten ja noch auf die Zustimmung vom Bundesrat, aber das ist eine reine Formalität. So. Und diese Rentenerhöhung wird mit einem sogenannten Rentenanpassungsbescheid an Sie versandt. Hat also mit dem Extra-Rentenzuschlag bis 7,5% nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und der Extra-Rentenzuschlag bis 7,5% wird in einem gesonderten Zuschlagsbescheid, so hat es die Rentenversicherung auf ihrer Internetseite bekannt gegeben, ausgewiesen und nicht im Rentenanpassungsbescheid. Diesen Extra oder diesen gesonderten Zuschlagsbescheid erhalten Sie dann, wenn Sie in die betroffene Personengruppe mit reinfallen als Begünstigte, auch noch zusätzlich zum Rentenanpassungsbescheid. Also insgesamt werden rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zwei Bescheide erhalten. Einmal den Rentenanpassungsbescheid und zusätzlich noch den Zuschlagsbescheid, wenn Sie denn auch die Anspruchsvoraussetzungen für den Extrarentenzuschlag bis 7,5% erfüllen. Ja, meine Damen und Herren, bisschen komplizierte Rechtslage, alles komplex, alles kompliziert, aber so ist es. Der Gesetzgeber will, Hubertus Heil, als Bundesminister für Arbeit und Soziales für Sie zuständig, will, dass Sie pünktlich Ihre Kohle ausgezahlt bekommen und deshalb musste man diesen Umweg so gehen. Ich hätte es mir auch gerne anders vorgestellt, dass die deutsche Rentenversicherung hier einen Bescheid macht und dass Sie da sozusagen nicht einen Haufen Papier bei sich zu Hause rumliegen haben. Aber so ist es nun mal. Warten Sie bitte für die erste Zahlung des Extra-Rentenzuschlags den Zeitraum 10. Juli bis 20. Juli ab. In diesem Zeitraum wird dieser Extra-Rentenzuschlag ausgezahlt und auf Ihrem Konto
ist dieser Zuschlag auch ausgewiesen als Rentenzuschlag. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.